Servus. Ja, ich würde euch heute ganz gerne einen Neuzuwachs meiner Chris Reeve Family vorstellen. Wie ich finde, das ganz Besonderes, vor allem, weil ich dieses Messer in noch keinem Review auf YouTube gefunden habe und auch sonst eigentlich nicht, also nicht nirgends wirklich viel. Und ich finde ja, das heißt schon was, wenn ein Messer noch nicht auf YouTube ist. Dann ist es wohl nicht allzu verbreitet. Ja, und zwar geht es heute um das Chris Reeve Niala in Singo. Ja, das Chris Reeve Niala, das werden wahrscheinlich einige kennen. Das ist ja nicht so unbekannt. Das hat ja auch der Dennis vom Fuller Forest Films schon vorgestellt. Oder der Alexander Müller zum Beispiel. Und ja, genau, bei diesem Messer ist das Besondere aber die Klingenform. Und wie man hier ganz gut erkennen kann, ist die eben nicht typisch wie bei dem normalen Niala nach oben gezogen. Also kein. Wie heißt es jetzt? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, keine Drop-Point-Form, ja, Entschuldigung. Keine Drop-Point-Klingenform, wo der nach oben gezogen ist und der Rücken ziemlich gerade ist. Sondern hier ist es eigentlich genau andersrum. Und zwar geht der Rücken in so eine leicht modifizierte, ja, Sheepsfoot-Form über. Und damit hat man eine sehr lange gerade Schneide. Also wirklich gerade ist sie nicht, aber gerade als wenn man eine Drop-Point-Form hat. Und ja, genau, das ist eigentlich das Besondere an diesem Messer. Ja, diese Inzingo-Form, also das heißt Inzingo, diese Klingenform, die hat Chris Reeve ja noch mit mehreren Messern. Beim Large Sebenzer, beim Small Sebenzer zum Beispiel, Professional Soldier, also das eines der anderen Fixed Blade, hat das auch noch. Und ja, mir gefällt diese Form eigentlich sehr gut, da mir relativ gerade Schneiden eigentlich echt super gut gefallen. Genau, und das habe ich jetzt aus dem Messer, oder ja, aus dem Tactical Flohmarkt besser gesagt, auf Facebook, zu einem relativ günstigen Preis oder ja, zu einem guten Preis, würde ich sagen, gekauft. Und ja, das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Ja, dann ganz kurz zu den technischen Daten. Das Messer hat einen Klingenstahl, also hat S35VN als Klingenstahl. Der wurde auf 58 bis 59 Rockwell gehärtet. Dann hat es mal, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste eigentlich eine DLC-Coating sein, also eine DLC-Beschichtung. Also kein normales Stonewash oder sowas, sondern halt beschichtet. Ich kann es mal ganz kurz im Vergleich zeigen. Dann sieht man das vielleicht, da seht ihr unten beim Large Sebenzer, beim Large Sebenzer, das ist ein bisschen silberner, oben ist ein bisschen grauer, also fast schon, ja, wie der Griff. Genau, die Griffschalen bestehen aus braunem Canvas Micarta und das Messer hat eine Gesamtlänge von 22 cm und eine Klingenlänge von 9,8 oder eine Schneidelänge von 9,8 cm. Wahrscheinlich ist Klinge insgesamt vielleicht 10,3 ungefähr. Genau, und die Klingendicke noch. Wir haben hier eine Klingendicke von 5 mm, was ich finde, ist eigentlich perfekt ist, ist nicht zu fett. Man kann damit schöne leichte Schneidaufgaben erledigen. Ach so, das Messer hat einen Hohlschliff übrigens. Hier unten noch eine Schleifkerbe. Und ja, liegt eigentlich echt super in der Hand. Der Griff, das hat der Dennis ja auch schon gesagt. Da passt auch noch Handschuhgröße 11 wahrscheinlich hin. Ich habe, glaube ich, 9 als Handschuhgröße. Ja, also wenn man da vorne quasi alles zusammenrückt, dann passt da schon gut was hin. Ja, hier oben haben wir ein grobes Jimping. Das erfüllt seinen Dienst. Ist jetzt nicht wirklich aggressiv, aber besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Die Griffschalen sind mit drei Imbusschrauben verschraubt. Fokus. Jetzt erkennt man es, drei Imbusschrauben auf beiden Seiten. Und wir haben hier unten auch nochmal ein Jimping, was so ein bisschen in die Griffschalen übergeht, in die Fräsung. Ja, das macht eigentlich nicht wirklich viel aus. Also man spürt es, aber also es ist auf keinen Fall unangenehm. Aber ich würde sagen, von der Funktion her ist es eigentlich nicht wirklich sinnvoll quasi. Ja, hier hinten haben wir dann das Chris Reeve Logo noch einmal drauf.
Und ein Lanyard-Hole. Genau, dazu gibt es auch so ein extrem langes Lanyard. Das habe ich jetzt nicht da. Ja, wer es braucht, kann sich dran machen. Wer nicht, muss auch nicht. Auf der anderen Seite haben wir dann hier nochmal Idaho Made stehen. Also wie bei meinem neuen Sahn von Chris Reeve, steht da auch Idaho Made drauf. Ja, da, wo es halt hergestellt wurde. Gut, stört nicht. Und passt soweit. Ja, dann ganz kurz. Ach so, ja, genau, was ich noch zeigen wollte, ist dann hier das typische Chris Reeve Zertifikat. Oben steht, was für ein Messer es ist. Das Nyala Nummer, also beziehungsweise hier ist es die Klingenform quasi, ist in Singo. Dann die Klingen, der Klingenstahl, S35VN, der Griff und das Geburtsdatum, in diesem Fall April, also der 9. April 2014, und unten die Chris Reeve typische Unterschrift. Auf der Rückseite nochmal ein kleines Garantieschreiben. Habe ich ja auch schon in meinem Obnum-Sahn-Video vorgestellt, aber wer will, kann wieder hier kurz Stopp machen und sich das durchlesen. Ja. Dann noch ganz kurz. Das Nyala kommt in dieser Lederscheide. Was an der auch besonders ist, also ich bin mir nicht sicher, ob das quasi fast die gleichen Lederscheiden sind wie bei der Droppoint. Auf jeden Fall sitzt das Messer hier ja quasi falsch rum drin. Also normalerweise gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben das normale Nyala hier und hier wäre die Schneide, ja. Also das wird hier hochziehen und das wäre der Klingenrücken, dass man es quasi so halten würde. Dann wird das Messer so drin liegen und auch am Gürtel hängen. Jetzt ist es bei mir genau andersrum, wie gesagt, meine Schneide ist flacher, deswegen liegt das Messer andersrum drin. Also sprich, so rum. Jetzt ist hier oben der Rücken und hier unten die Schneide. Ja. Passt eigentlich, also mit dem Chris Reeve Logo drauf. Hinten, wie er oft bemängelt wird, eine zu kleine Gürtelschlaufe. Ja, ich würde denken, ich mache mir so ein Dengler-System hin. Also so, ich baue mir quasi noch eine zweite größere Gürtelschlaufe drüber. Dann hängt das Messer auch ein bisschen tiefer. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht wirklich ausprobiert. Sehr schön. Einfach gehalten. Zwei Nieten. Ich denke mal, Messingnieten werden es sein. Und eine Steppnaht hier rundherum versenkt ins Leder. Ja, die Scheiden werden, also die Scheiden von Chris Reeve werden hergestellt von, komm, Queller Casemakers. Kann man auch schauen, www.queller.us. Ja, wie gesagt, sehr einfach gehalten. Aber effektiv würde ich sagen. Das einzige Problem, was ja auch bemängelt wurde bei den anderen Nyala-Videos, ist, dass man sich quasi immer in die Scheide reinschneidet, wenn man das Messer reinsteckt. Das ist jetzt bei mir eigentlich nicht so das Problem. Vielleicht liegt es aber auch an der Klingenform. Also ich komme eigentlich relativ gut und einfach rein. Hält fest das Messer. Und ja, also ich bin echt zufrieden mit der. Braun ist echt Leder. Genau, dann jetzt noch ganz kurz, wie das Messer kommt. Dazu tue ich das mal kurz aus dem Bild oder beziehungsweise lege es mal hier oben hin. Ja, das Messer kommt in so einer Chris Reeve typischen Pappschachtel, wie immer. Chris Reeve Aufkleber, Blade Show Award Aufkleber. Ja, drin war noch, was war noch drin? Aufkleber von Chris Reeve, genau, die habe ich jetzt aber unten. Und dieses, wie gesagt, dieses Lanyard, das ist typisch wie bei Chris Reeve, wie bei den Benzers oder bei den Sahns dran ist, aus diesem etwas dünneren, ja, ich würde sagen Nylonseil oder aus dieser Nylonschnur, ist aber extrem lang, aber wer es benutzen möchte, kann das benutzen, sonst kann man sich auch aus Paracord natürlich selber was basteln, muss ich mal schauen. Also wie gesagt, Chris Reeve, typische Verpackung, da drinnen liegt quasi dieser Warnzettel, Caution: All knives leaving our workshop are very sharp and should be treated with due care. Also man, die Messer sind sehr scharf, die aus diesem, ja, Workshop, aus Chris Reeves Laden kommen quasi, und man sollte sie mit Vorsicht behandeln. Hinten, wer wieder will, kann wieder Pause machen. Da steht einfach nur nochmal drauf, ja, wie man sich quasi um das Nyala kümmern sollte, wie man das pflegen sollte.
Und wie gesagt, wenn ich Pause machen will, kann das jetzt tun. Und dann ist noch, was ist das hier? Achso, das ist die Registration Card. Steht nochmal das Produktionswerk drauf. Und hinten kann man sein Messer registrieren. Ja, wer will, kann das machen. Ich denke, ich werde es nicht machen. Gut, das wäre es dann erstmal soweit mit dem Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst doch einfach einen Daumen hoch oder ein Abo da. Ich freue mich auch immer über Kommentare. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Servus.